Das nehme ich noch mit. Ich habe immer Seegras-Sulp gelesen. Ja. Ich sag mal, wir lesen das als Kind einmal. Merken uns das dann. Und dann ist gut. Dann lesen wir es ja nicht nochmal gründlich nach. Ich dachte immer, es heißt Metaflu, weil das was mit Flummel zu tun hat. Das finde ich aber noch nicht mal so abwegig. Tatsächlich. Wer kann denn die Schockwelle potenziell lernen? Die Sache ist, mittlerweile muss ich ja gar nicht mehr so extrem auf neue Teammitglieder warten, weil ich jetzt fast alle habe. Necro könnte es lernen und Robin Hood könnte es auch lernen. Die Sache ist, Robin Hood hat eigentlich sowieso keinen Platz. Weil wir haben jetzt ja die Rückkehr, die ich auch eigentlich gerne behalten möchte. Metronom darf ich ja nicht wegnehmen. Und später vielleicht noch eine Aurasphäre oder so. Und fliegen, statt auflockern. Ich glaube auch nicht, dass unser sechstes Teammitglied Schockwelle, wobei Labras kann auch alles lernen. Man könnte es potenziell Necro beibringen. Einfach um ein bisschen mehr Coverage zu haben. Plus, wir kriegen ja auch noch einen Donnerblitz später. Was meinst du? Was? Schockwelle. Für? Krypuk. Alternativ habe ich auch Togetic im Angebot. Aber da habe ich nicht so viel Platz. Mann. Jan ist unglaublich motiviert. Ich glaube, ich möchte es wirklich Necro beibringen. Necro hat bislang nur Geist- und Unlichtattacken. Dann verzichte ich auf die Verfolgung. Die kann zwar ganz praktisch sein, aber so oft wechseln die Gegner jetzt auch wieder nicht. So. Ach ja, noch so eine Sache, die ich immer falsch gemacht habe als Kind. Abgesehen von den Zeiten, wo ich noch kein Englisch konnte und dachte, es würde Geheimdungion heißen. Übrigens, Fun Fact dazu, selbst als Pokémon Mystery Dungeon rauskam und ich das quasi durch die Werbung dann auch richtig gehört habe, habe ich immer noch Dungion gesagt, weil ich das irgendwie einfach nicht damit in Verbindung gebracht habe. Und irgendwann dachte ich mir so, wait, wenn es Mystery Dungeon heißt, dann heißt es mit Sicherheit auch Geheimdungeon. Oh. Auch so ein Kindheitsding. Aber nein, abgesehen von diesen sehr seltsamen Dingen, die ich einfach mal auf mein Alter geschoben habe, ich dachte auch sehr lange Zeit, dass Lake Lake heißt. Weil ich den Begriff Lake nicht unbedingt so in meinem alltäglichen Wortschatz hatte und dementsprechend das englische Wort Lake für mich einfach naheliegender war. Und ich habe sogar beim Let's Playen immer noch Lake gesagt und Leute dann so, Svenja, du weißt schon, dass es Lake heißt? Und ich so, nein. Joggen ist wirklich gesund. Yay. Da unten haben wir diesen Doppelkampf, der nicht ganz so nett ist. Hauke, Fun Fact, ich habe immer Item gesagt. Weißt du, geheim Dungion und Up gerade als Kind, aber Item und Surfen. Das hat alles funktioniert. So, lassen wir euch ruhig mal vorne. Aber ich werde zumindest mal zwei Tränke springen lassen. Oh ja, für Nuzlocke ist dieser Kampf auch immer sehr nett. Ich meine, du musst ja nicht in den Doppelkampf reinrennen, aber... Dungion und Up gerade. Ja, so als Kind... Das sind jetzt nicht unbedingt so die ersten englischen Begriffe, die du merkst, ne? Dir merkst. Dementsprechend war es für mich immer so. Huch! Ich sehe ganz viele kleine Makorusse. Ich meine, hey, Makorus kann man immer nehmen. Makorus ist cute. Ich bin auch immer noch Team Makorus und nicht Team Medoli. Korus ist einfach viel süßer. Lina, dankeschön für den Raid. Und hallo, ihr kleinen Früchtchen. Mit euren Makorussen. Wie gesagt, die könnt ihr immer gerne in meinen Chat packen. Makorus ist immer gut. Elise, dankeschön für 4 Monate Treue. Medoli ist aber Waifu. Ja, Medoli ist Waifu. Aber hast du dir mal Makorus angeguckt? Der ist klein und süß und er läuft total niedlich und er kann fliegen. Hallo? Da hat Medoli leider keine Chance gegen. Ich hätte auch lieber Makorus in Hyrule Warriors genommen, aber mich hat leider keiner gefragt.
Medoli kann auch fliegen. Ja. Egal. Also ich mag beide sehr gerne. Amakurus ist schon echt cute. Dich kann ich ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr gebrauchen, wenn ich mal ehrlich bin. Aber guck mal, was du vielleicht machen kannst. Makurus ist der Knuffigste. Ja. Das sage ich jetzt übrigens nicht nur, weil du da bist. Das finde ich wirklich so. Jan und ich haben nämlich auch schon mal drüber diskutiert. Aber Jan ist leider Team Medoli. Ich konnte ihn nicht bekehren. Oh, sehr schön. Paralyse nehme ich gerne. Bedank dich bei mir für den Raid. Hast du den angestachelt? Dann Dankeschön. Makurus ist der Knuffigste und Medoli die Süßeste. Kann man so stehen lassen, glaube ich. Ihr Beste in Hyrule Warriors ist immer noch Tingle. Ich weiß bis heute nicht, was Tingle da zu suchen hat. Aber ist okay. Können ja mal herausfinden, was du für eine Kraftreserve hast, prinzipiell. Oh, der Sturmsog. Stimmt, den haben wir ja auch noch. So viele Gesichter in meinem Chat. Und so viele schöne Emotes tatsächlich auch. Abgesehen von dem Tingle-Emote, das finde ich verstörend. Kampf wäre nicht sehr effektiv gewesen. Habe ich wirklich eine Kraftreserve normal abbekommen? Wie traurig ist das denn? Müssen wir mal die Definite Edition von Hyrule Warriors holen. Das Problem bei mir war ja einfach, ich habe Hyrule Warriors extrem gesuchtet damals, alleine und mit Jan. Und als meine Sucht endlich vorbei war, habe ich dann die Definite Edition von Hyrule Warriors bekommen und ja. Und dann gab es noch Fire Emblem Warriors. Ich suchte diese Spiele einfach viel zu sehr, glaube ich. Lass dir deinen Tee schmecken. Es ist ganz furchtbar bei mir und solchen Warriors-Spielen. Sei es Hyrule Warriors oder Fire Emblem Warriors, ich kann mich davon einfach nicht losreißen. Ach, Tingle ist doch nicht verstörend. Mal mehr, mal weniger. Ja, wenn Persona 5 Warriors kommt, ist eh vorbei mit meiner Lebenszeit. Es tut mir leid mit dem Barmelin, aber es hätte mir das Gleiche angetan, also es musste es leider gehen. Ich weiß nicht, ich kann mich in solche Warriors-Spiele, wenn es halt irgendwelche Phantoms sind, mit denen ich viel anfangen kann, total reinsteigern. Nur, wenn ich dann einmal damit aufhöre, ist, glaube ich, auch vorbei. Ist so die Sache. Wenn ich dann andere Spiele erstmal spiele, dann ist auch erstmal wieder Ruhe. So. Aber ich glaube, ich werde Johanna mal wieder zurückschicken. Bevor sie da noch mehr abbekommt. Muss ja nicht sein. Die Switch wird die ultimative Warriors-Konsole. Schon irgendwie. Wobei ich teilweise mir so unsicher bin bei sowas wie, wenn es jetzt Digimon-Spiele sind oder Persona oder so oder auch Tales, weil ich einfach so gewohnt bin, diese Sachen auf der PlayStation 4 zu spielen, ob ich es mir dann wirklich für die Switch kaufen würde. Weiß ich nicht. Sind dir eigentlich die Namen von Svenjas Pokémon aufgefallen? Ja gut, für jemanden, der den Ursprung kennt? Wahrscheinlich schon. Ist vielleicht irgendwem aufgefallen, dass ich Persona 5 mag? Ich meine, ich habe ja vielleicht so ein paar Sub-Emotes, die darauf basieren und vielleicht habe ich unterm Stream Persona 5 Panels und vielleicht heißen meine Pokémon so und vielleicht heißen auch meine Meerschweinchen so und vielleicht habe ich ein Persona 5 Cosplay im Keller liegen und einen Persona 5 Desktop-Hintergrund und einfach viel, viel zu viel Sucht auf dieses Spiel. Aber eigentlich mag ich ja Persona 4 lieber. Aber wie gesagt, Persona 4 fand ich auch echt toll. Aber 5 auf jeden Fall in vielen Punkten doch ansprechender. Ja, Goemon macht dir natürlich unglaublich viel, aber besser als nichts. Aber nur ganz vielleicht. Wobei ich zu meiner Schande zugeben muss, Persona 5 Dancing habe ich nicht. Also wir haben Persona 4 und 5
Wir werden uns auf jeden Fall auch dieses Warriors-Ding holen und Persona Q2. Aber Dancing haben wir nicht, weil ich dafür wahrscheinlich viel zu schlecht gewesen wäre. Muss ich ja ehrlich zugeben. Ich glaube, ich habe die Kraftreserve gegen Born Apollo oder ein Traunfugel eingesetzt in der letzten Arena. Dementsprechend meine ich, es wird normal sein. Was natürlich jetzt nicht so das Highlight ist. Euren Persona 3 Remake würde ich auch nehmen, weil ich Persona 3 eigentlich auch gerne noch spielen möchte, weil ich ja bislang nur 4 und 5 gespielt habe. Ich habe mich quasi vom Neu nach Alt vorgearbeitet. Wobei ich 3 auch so irgendwann mal spielen würde, auch ohne Remake. Weil Kai hatte mir, glaube ich, gesagt, dass es nicht so viel anders ist wie 4, weil es die gleiche Engine ist. Also, ja, würde ich auf jeden Fall auch noch spielen wollen. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. So, dann sind wir doch schon angekommen. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Fun Fact, fragt mich nicht, wieso. Als Kind dachte ich immer, es heißt Elysée. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, weil Elysis jetzt nicht so hundertprozentig abwegig ist von der Schreibweise her. Aber naja, die Enton machen ja sowieso keinen Platz. So, willkommen in Schleiede. Hallo Team Galaktik und tschüss Team Galaktik. Ich spreche das immer noch so aus. Ich weiß auch nicht, warum ich so ausgesprochen habe, weil das war jetzt nicht unbedingt, ne, das schwierigste Wort. Aber so manchmal... Schleide mag ich by the way gar nicht so gerne. Es geht. Ist jetzt nichts unbedingt so Besonderes, finde ich. So die ersten paar Städte, klar, die sind ein bisschen kleiner. Jubelstadt ist so die erste große Stadt. Erzeling hat einfach dieses Minen-Theme. Gut, Flori, klar, wunderschön. Ewigenau, ich finde Ewigenau ist eigentlich auch recht basic. Gut, Herzhofen ist natürlich wieder ein bisschen größer und freundlicher. Ich finde, wie gesagt, so Ewigenau und Schleier, da kann man eigentlich ziemlich gut gleichsetzen. Und gut, Trostu hat halt dieses Farming-Theme. Also ja, ist okay, aber jetzt nichts Besonderes. Kennst du Hilda und Marinus, ihren Leiter von Schleierde und Weideburg? Die beiden sind viel zu stark für mich. Ich finde es übrigens ganz schön, dass sie das hier tatsächlich so gemacht haben, dass Hilda, glaube ich, Level 30 hat und Marinus dann, glaube ich, Level 37. Ich fand das nämlich gar nicht mal so geil in Diamant und Perl, dass man sich die Reihenfolge aussuchen konnte, weil es letztendlich bei mir immer darauf hinauslief, dass ich erst alle Routen gemacht habe und dann beide Arenen hintereinander, was ich eigentlich gar nicht so gerne mag. Ich finde es immer schöne Arena erkunden, nächste Arena, und ich mag das nicht wirklich, so einen kleinen Arena-Rush zu machen. Deswegen fand ich das immer so ein bisschen doof, aber ich habe es einfach leveltechnisch meistens gebraucht, erst alle Routen abzuklappern. Kann ich das Porygon auch so mitnehmen? Nein. Dann halt nicht. Deswegen finde ich es hier auf jeden Fall schon ein bisschen schöner gelöst. Ich meine, ich kann mir natürlich generell eigentlich öfters mal die Reihenfolge vielleicht aussuchen. Weiß nicht. Ich sag mal, Sabrina und Koga zum Beispiel oder so. Aber da war es ja wirklich auch so, dass Hilda und Marinus gleich stark waren und du dementsprechend gucken konntest, wo du zuerst hingehst. Weiß nicht. Fand ich vom Aufbau her nicht so schön. Deswegen fand ich es hier eigentlich ganz gut gemacht, dass man wirklich eine feste Reihenfolge hat. Ob ich so schön finde, dass ich Lamina so früh machen muss, ist die andere Sache, aber gut. Knapp, knapp. Ja stimmt, die Spielhalle ist natürlich auch weggefallen. Meine Güte, sind die Kinder draußen laut. Steierte Kauf aus, wir machen Träume wahr. Da kann ich, glaube ich, Blitz auch wieder kaufen. Meine Güte, kannst du das Fenster mal zumachen? Irgendwie sind die Kinder gerade extrem laut vorm Fenster. Jan ist auch super, einfach Fenster zuklatschen, aber nicht den Henkel drunter drehen, weil er sich dafür aufrichten müsste. Ich habe ein Accessoire in Form eines Pokémon geschaffen. Möchtest du eins? Plinfer, Plinfer! Rums! Ja. Ich liebe diesen Hauch des Luxus in einem Kaufhaus der Oberklasse. Okay, du bist der normale Heini? Jawohl. Und du... irgendwie auch. Aber ich glaube, wir sind erstmal ganz gut ausgerüstet. Das war das Fenster, ja. Was Jan unglaublich elegant zugemacht hat. Und du gibst mir wahrscheinlich einfach Auskunft. Willkommen im Kaufhaus von Schleide.
Ja. Ich glaube, das Porygon gibt es tatsächlich nur in Platin, bin mir aber nicht ganz sicher. Ist aber eigentlich ganz cool, dass man das so früh bekommen kann. Weil potenziell Porygon Z, ne? Hier scheint es die ganzen Drohungen zu geben. Das ist schön. Hat die eigentlich irgendwer von euch mal gekauft? So aktiv? Ich habe die höchstens verkauft. Nein. Nein. Und lass mich raten, nein. Wobei, das ist auch so ein Zubehör, was ich unglaublich sinnvoll finde. Ich kann euch das mal wunderbar demonstrieren, falls ihr es noch nicht kanntet. Wo ist denn mein Zähler? Meine Pokémon. Faszinierend. Der ist sehr praktisch beim EV-Training. Ja gut. Aber so fürs normale Durchspielen ist das eher so... Ja. Danke. Dann hier weiter. Du hast TMs. Feuersturm, Donner, Blizzard, Solarstrahl, Fokusstoß, Fokusmiss und Hyperstrahl. Wäre davon irgendwas sinnvoll? Ich bin halt prinzipiell nicht so der größte Fan von Feuersturm und Co., weil die eben so oft daneben gehen und ich dementsprechend eigentlich lieber auf Eisstrahl, Flammenwurf und so weiter zurückgreife. Aber in dem Fall habe ich ja keine andere Wahl. Aber Togekiss könnte natürlich ein bisschen was lernen. Oder Togetic. Ich könnte natürlich... Ist das da ein Schubdawup-Emote? Hieß das Ding Schubdawup? Ist das Isaac? ich könnte ihm halt Hyperstrahl beibringen. Aber ganz ehrlich, ich hätte schon gern auch eine Angriffsattacke, die ich halt wirklich regelmäßig einsetzen kann. Ja, Rückkehr ist halt physisch, aber ich finde, aktuell macht Rückkehr eigentlich noch einen ganz guten Job. Deswegen ist halt die Frage, da wir halt noch Auflockern im Set haben und der eine Slot wird auch immer belegt bleiben, weil wir später Fliegen haben werden, was sinnvoll ist für die anderen drei Slots. Also auf jeden Fall wieder noch eine Aurasphäre. Weiß nicht. Feuersturm, Donner, Blizzard. Was wäre da empfehlenswert für ein Togekiss später? Feuersturm? Warum gerade der Feuersturm? Weil der noch am ehesten trifft. Stahl-Pokémon. Also ich bin ja eh immer für Blizzard, weil ich Eis so gerne mag. Aber wir können den Feuersturm auf jeden Fall mal mitnehmen. Die Sache ist, ob Hyperstrahl so viel Sinn macht. Um einfach mal eben schnell rauszuballern. Lassen wir doch mal gucken. Ja, so ein Luftschnitt später. Quasi Luftschnitt, Aurasphäre und Fliegen. Und dann halt wahrscheinlich Metronom wird uns nicht bis zum Ende wahrscheinlich begleiten. Und dann halt noch irgendwie was Elementares klingt eigentlich ganz gut. Weil du hast... Ja, der Spezialangriff ist schon deutlich höher, ne? Nur wenn Jan den Hyperstrahl akustisch untermalt. Ja. Wenigstens Strauchler ist halt... noch speziell. Ist Geheimpower eigentlich auch physisch? Ja, ne? Ich glaube, ich habe halt für Togekiss leider nicht so viele Möglichkeiten aktuell. Nur Fliegen möchte ich halt auf jeden Fall haben. Deswegen dieser eine Slot, wo jetzt Auflockern drauf ist, der wird auf jeden Fall bleiben. Die Sache ist, ob mir die Rückkehr überhaupt noch so viel bringt aktuell. Ob ich einfach mit Strauchler und Feuersturm rumlaufe und alles, was ich damit irgendwie treffen kann, treffe ich damit. Und alles, was ich nicht treffen kann, kriegt ein Metronom vor die Birne. Bis ich dann irgendwann mein Togekiss habe und mir dann dementsprechend meine Flugattacke holen kann, meine spezielle und meine Aurasphäre. Weil Hyperstrahl hat immer das Problem, du hast den Cooldown und du hast halt nicht so wirklich viele AP drauf, ne? Ja, komm. Ich habe Rückkehr eh nochmal als TM. Wäre jetzt also nicht so dramatisch. So. Es ist halt gar nicht so einfach, Robin Hood groß zu ziehen. Es ist leider doch ein bisschen Arbeit. So. Dann du.
Bärenkräfte, naja, Schutzschild wäre für Erdbeben ganz nett, aber ansonsten Trugschlag, Bodyguard, Reflektor, Lichtschild, aber Blitz nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Habe ich jetzt zwar nicht vor, jemandem beizubringen, aber später dann. Ah, um sie nicht zu vergessen, habe ich meine Geheimnisse auf einem Brief festgehalten. Schön. Ein Freund wollte mir Mashok geben, als wir über die drahtlose DS-Datenübertragung tauschten. Doch statt Mashok habe ich ein anderes Pokémon erhalten. Woran könnte das nur liegen? Am liebsten würde ich hier alles kaufen. Das geht mir in solchen Merch-Abteilungen immer so. Am liebsten würde ich alles mitnehmen, aber ich kann nicht. Nicht nur wegen dem Geld, auch wegen dem Platz. Wir brauchen noch ein Spiel, damit ich meinen Papi herausfordern kann. Hast du das gerade... Doch, hast du wirklich so gesagt? Okay. So, du hast Puppen für die Geheimbasis. Da würde ich normalerweise auch richtig hart zuschlagen, wenn es die dritte Gen wäre. Moment. Okay. Einfach mal random Spielbecken kaufen. Why not? Du empfiehlst nur wieder? Ja. Ah, der Junge hat keine Pokémon. Er sagt, er trainiere sein Image. Was? Okay. Schön. Für Spülbecken! Ah ja, ist schon praktisch eins zu haben, ne? Du hast genug eingekauft. Und was macht ihr hier Schönes? Man weiß es nicht. Oh, ich habe einen Klettdorn bekommen. Yay! Habe ich, glaube ich, auch noch nie wirklich aktiv benutzt. Okay, dann haben wir das Kaufhaus auf jeden Fall auch fertig. Dann bitte einmal ins Untergeschoss. Die Musik ist halt echt total catchy. So, Erntefrisches und Nahrung. Hab ich komplett vergessen, dass wir ja noch ein Untergeschoss haben. Was man aber, glaube ich, auch zu Fuß nicht erreichen kann. So, die Wutkekse sind alle ausverkauft. Der Geschmack der Knusper hat Einfluss auf den Zustand der Pokémon. Ja gut, Wettbewerber werden wir ja sowieso nicht machen. Und du so? Hallo, potenzieller Käufer. Lavakekse. Ja komm, nehmen wir mal welche mit. Wenn ich schon keine Wutkekse kriege. Und du so? Ich hatte gar nicht mit einem Einkaufsparadies im Untergeschoss gerechnet. Der Kaufrausch packte mich und ich habe sofort alle Wutkekse erstanden. Ach, hier sind die Wutkekse gelandet. Ah, Knusper, ganz schön teuer. Aber nein, die brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Du hast... Oh, Beeren. Aber eher so Knusp-Zutaten. Na gut. Ah, d-d-dum. Wie gesagt, die sind für uns halt nicht wirklich relevant, weil wir keine Wettbewerbe machen wollen. Hm, du verkaufst... Okay. Haben wir das auf jeden Fall auch. Die Jan-Watt-Kekse. Das würde mir echt schwerfallen, die zu essen, weil dann müsste ich ja quasi Jans Kopf essen. Das bringe ich doch nicht übers Herz. Okay, dann fangen wir doch mal an, die Stadt zu erkunden. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dazu eine versteckte Maschine. So, so. Ein mysteriöser Meteorit. Okay. Ich glaube, hier war auch nur deren Gebäude letztendlich. Geht das da eigentlich runter? Also ist das quasi ein Loch, wo das Ding drin steht? Ich finde das immer perspektivisch etwas verwirrend, aber ich glaube schon. Schleier der Team Galactic Gebäude. Wir träumen vom Universum. Warum hat Team Galactic da ein öffentliches Gebäude, von dem jeder weiß? Weil die ja nach außen hin eigentlich nichts Böses machen. Die tun ja so, als wenn sie was Gutes machen würden. Deswegen haben sie auch so ein Gebäude. Ich meine... Ich finde es überhaupt nicht unheilvoll, dass die ein Gebäude haben, wo links und rechts Stacheln dranhängen, aber hey, jedem das Seine. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. No, die haben sogar... Wobei, nee, sind das Stacheln oder sind das einfach Tischbeine? Egal. Team Galactic forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Und du so? Wir, Team Galactic, werden alles nehmen, was wir nur nehmen können.
und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Nicht unbedingt der beste Werbeslogan. Willkommen, dies ist das Team Galaktik das schleierte Team Galaktik Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Also wirklich gut getarnt sind die nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dann weiter im Text. Sind hier vielleicht noch irgendwo Items oder sind das alles quasi nur die Meteoriten? Ja, die verplappern sich alle, aber man muss ja auch mal bedenken, es ist halt auch ein Spiel, was unter anderem für eine junge Zielgruppe ist. Und dementsprechend können sie es ja nicht allzu plot-twist-reich gestalten. Wir haben die versteckte Maschine Fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Sie sagen, ich darf sie haben, wenn ich ihnen beweise, dass ich es wert bin. Gut zu wissen. So, da geht es Richtung See der Kühnheit und Route 214. Aber da wollen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Weißt du vielleicht, wo ich einen Münzkorb bekommen kann? Angeblich gibt es da einen Clown, der welche hat, aber ich weiß nicht wo. Map, map. Ah, da ist die Wechselstube und da ist die Spielhalle. Dann können wir da gleich nochmal hin. Im besten Fall mit Münzkorb. Ich habe jemanden getroffen, der mich in einer anderen Sprache anredete. Das war vielleicht seltsam. Ich glaube, er wollte wissen, ob ich Pokémon mag. Oui, oui. Da komme ich wieder nur zurück. Da gehen wir gleich nochmal hin. Dann, das ist... Ist hier noch ein Item versteckt eigentlich? Das sieht so verdächtig aus. Dann halt nicht, ne? Sehr praktisch, dieser Vorsprung. Schleierde ist die Stadt der Felsen. Wir haben hier sogar Meteoriten. Das hat nichts damit zu tun, aber ich gebe dir eine technische Maschine. Okay. Magst du Pokémon? Oui, oui. Ah, das ist Itemsperre. Ja, schön. Hallöchen. Der Kerl mit den Schals in Weideburg ist der Freund meiner Schwester. Sie schicken sich regelmäßig Briefe und die Pokémon stellen die Briefe zu. No. Ah, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Oh, Massage. Gut, jetzt habe ich sowieso alle Freundschaftsentwicklungen schon hinter mir. Also die eine, Lucario, haben wir ja so schon gefangen, aber hey, Johanna freut sich mit Sicherheit auch. Yay! Übrigens hielt dein Pokémon das hier. Ekliges Etwas. Ist das die neue ungenießbare Pampe aus Breath of the Wild? Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, Johanna? Pachichi! Hieß die dubiose Matsche? Irgendwie so. Hat Johanna gekackt? Vielleicht. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Trickster und Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass ich um die 5% davon wirklich zaubern können. Okay. Achte auf die Münze. Dreh, 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 dreh. In welcher Hand ist die Münze? Rechts. Oh. Dann halt nicht. Ich meinte links. Yay! Immerhin muss man nur eine Runde gewinnen. Da muss man schon sehr viel Pech haben, um da nie zu gewinnen. Haben wir das schon mal?